Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit Teilbereich Hintertür diese Woche, Woche 2. Ja, also ihr müsst bei Nimbus erst den Beutzug erledigen, dann könnt ihr hier rein, weil dann müsst ihr nämlich was freischalten. Und zwar braucht ihr diesen Schlüssel hier. Polymorpher Hüllencode. Das ist ein Beutzug, der extravagant aussieht bei Nimbus. Ja, da könnt ihr den dann fertig machen. Soll aber buggy sein. Wenn ihr das letzte Woche nicht gemacht habt oder so, soll das irgendwie buggy sein und soll nicht richtig funktionieren. Angeblich, ja. Ich gehe jetzt erstmal alleine rein, habe aber auch einen Einsatztrupp auf bei der App. Das heißt, wenn jemand noch nachjoint, dann kann es sein, dass hier noch einer reinkommt. Mal gucken. Aber ich gehe jetzt hier erstmal rein. Wie gesagt, da sind natürlich auch einige Sachen aktiv hier. Champions Barriere und Überladung. Okay, Barriere, Überladung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da muss ich mal eben gucken, was ich nehme. Ja, das ist natürlich echt ein bisschen blöd gerade. Sorry fürs Husten, ist früher morgen, man muss immer husten. Ja, geil. Überladung, ja. Automatik. Ja, Mist, da muss ich doch noch was ausnehmen. Da wollte eigentlich mit der Galahorn rein, aber geht ja dann wohl nicht. Dann nehme ich halt, aus der Austria. Was ist das so? Warte mal, ich muss mir was reininfundieren nochmal kurz. Es ist natürlich so ein bisschen doof, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ja, so gehe ich rein. Wusste ich vorher nicht. So, ich fange jetzt gerade erst an. Leere Woge und Stangenwoge sind hier auch aktiv. Aber ich gehe jetzt erstmal mit Leere rein. Mit Solar rein. Solar und leere Schilde, okay. Ja, komm, wir probieren es einfach. Wir gehen einfach mal rein. Mal schauen, was ich da so hinkriege oder nicht hinkriege alleine. Bin selber mal gespannt. Ist auf 7790, sollte man eigentlich irgendwie schaffen. Aber wie gesagt, kann man von nach hinten losgehen. Vor allem, wenn ich gerade einen Frosch im Hals habe. Mann, doch. Okay. Stürme den Wehrturm. Ich funke Nimbus an und finde heraus, worum es überhaupt geht. Hey, Hüter! Siehst du diese abstoßende Burg da drüben? Dort ist ein Sechsgeist vergraben, der uns seit Monaten drangsaliert. Egal wie oft die Firewall-Patrouillen ihn vertreiben, er kommt immer wieder zurück. Dieses Mal sogar mit massiver Verteidigung. Wir können momentan auf keine Patrouillen verzichten, aber er kann da auch nicht bleiben. Was meinst du? Wenn wir kommen, kann der Wechsgeist einpacken. So, wir müssen gerade konzentrieren. Wie gesagt, ich kenne das hier allein nicht. Oh, schön, da ist rum. Upsi. Ne, macht dein Schild nicht an. Komisch. Oh. Er hält natürlich schon ein bisschen was aus, ist klar. Schüsse sind hart. Ich guck mal kurz in die App, mal kurz. Kleiner Moment. Ne, ist noch keiner gejoint, okay. Ist aber nett, dass hier Barrikaden sind, dass ich hier schon stehen kann. Das ist nett. Der Eingang ist mit einem mutierenden Algorithmus gesichert. Sieht aus wie eine Art fraktale metamorphe Schleife. Oh, mir wird allein beim Anblick schwindelig. Das auszuschalten könnte Stunden dauern. Stunden? Hey, ich kann helfen. Ich verschaffe mir mal eben Zugang zu Ihrer Verteidigungssubroutine. Ein kleiner Code hier, neue Berechtigung da. Okay. Miniboss. Wo ist er hin? Tada! Logikbombe erstellt! Ha! Aber sei vorsichtig. Es ist ein explosiver Code. Damit kannst du Löcher in die Firewall wegsprengen. Okay, sprengen, okay, alles klar. Ist das sicher?
Dann spreng ich mal. Oh, da ist niemand gejoint, warte mal. Oh. Sind mehrere gejoint. So, jetzt kommen wahrscheinlich zwei rein gleich. Aber die Osteo Striga hier, die MP ist echt super, ey. Vor allem, wenn die gelevelt ist. Richtig geil. Jetzt kommen sie alle rein. Sehr schön. Ja, ich mache immer einen Einsatztrupp auf. Ja, wenn ich irgendwelche Sachen spiele, dann kriegen andere Leute auch noch was ab. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich überprüfe mal kurz eure Telemetrie. Okay, ich habe zwei Schwachpunkte in der Firewall ermittelt. Ja, die wechseln die Luft. Ich erstelle eine Logikbombe. Eine Logikbombe? Ach, da oben. Nee, da oben sind Barriere. Okay. Müssen wir kurz zurückziehen. Mir ist schon da. Hier, der Barriere oben muss weg. Gut. Der hat schön Dings mit hier, Galahorn. Eine immer noch sehr gute Waffe, wie gesagt. So, da reinschmeißen. Gut, erkennst. Die Vivian, Vivian, oder wie weiß ich, wie die heißen hier, die, das Sentinel heißt der jetzt, okay, die sind richtig übel, wie ich finde. Oh, wieder ein Loch reinschmeißen irgendwo. Nein, so hoch kann ich nicht werfen. Ah! So, muss ich wohl hochklettern erst. Ich will jetzt ja nicht den Ball verschmeißen hier, ne? Aber der kennt das hier schon alles. Der ist schon mal gelaufen anscheinend. Nein, meine Agilität ist so schlecht. Ah, beim Titan, die Agilität ist so schlecht. Ich habe die immer noch nicht umgestellt. Sorry dafür. Ah, Mando. Ah, okay, hier geht's wieder ab. Da oben muss man wieder reinschmeißen, okay. Und achte auch mal drauf, wenn geteilte Weisheit aktiv ist, ne? Das hier. Ist wichtig, dass ihr dann eure Beutzüge raushaut, die ihr raushauen wollt. So, ich hau die mal ein paar raus hier. So. Tada. Ach, das wird so ganz schön schnell zu dritt. Kleines Problem. Die Schattenlegion marschiert auch in den Wehrturm ein. Dieser Wehrturm muss ja eine wichtige Immobilie sein, was? Schade, dass wir die Schattenlegion dort nicht Fuß fassen lassen können. Sie könnten gegeneinander kämpfen. Standortdaten, okay. Also wenn hier gleich wieder eine Sprungpassage kommt, dann habe ich ein Problem. Fallen wie die Fliegen hier, ey. Sehr schön. So macht Destiny 2 Spaß. Ne? So macht Destiny 2 Spaß. Habe ich da irgendwas von gebrochen eigentlich, was ich hier gekriegt habe? Da ist ein Wexgeist. Und seine Schilde sind beachtlich. Nimbus, hast du noch mehr Logikbomben in petto? Schon dabei, Kumpel. Kämpft einfach. Musst du gegenschmeißen, das Ding, was du gerade. Schmeißt du mal gegen die Dings hier. Boom. Schild ist weg. Gut. Gut gemacht. Ja, wieder ein Schild, ja, war ja klar. Ist er weg? Okay, das ist wohl unser Hauptboss, war. Geisttöter, Teilbereich Hintertür, Geisttöter. Okay. Also die Maps sind eher vom Design her, sag ich mal, sehr, sehr schlecht eigentlich, ne? Es ist ja zwar Wex-Konstrukt, die brauchen kein Design, aber insgesamt, sagen wir mal so, ist das Design halt sehr karg. Aber dafür mag ich das, dass man hier so viel rumballern muss. Echt krass zu dritt, ey. Zu dritt ist echt viel, viel angenehmer. Leider hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft, so ist nicht.
aber zu dritt ist einfach cooler. Da hinten stehen welche. Hier hinten stehen diese doofen Geschütze wieder. Mach's wieder immun, dann wieder Schild. Ah, das ist der Bossraum jetzt hier. Sieht so aus. Gucken, was hier kommt. Gucken, was hier kommt. Wie er da in Ruhe hingeht. Das ist der Bossraum. So, Feierabend. Gefälligst da. Gute Arbeit. Eine Sache weniger, um die ich und die Firewall-Patrouille uns kümmern müssen. Wenigstens fürs Erste. Genau das ist das Problem mit den Vex, stimmt's? Du kannst sie 100-mal aufhalten und trotzdem kommen sie wieder. Es hört einfach nie auf. Aber jetzt hast du ja uns. Wir kämpfen an deiner Seite. Die Vex werden sich wundern, was auf sie zukommt. Wir behalten den Wehrturm im Auge. Wenn sich irgendwas bewegt, erfährst du es als Erstes. So, wie gesagt, erstmal warten, bis es hier zu Ende ist, weil der Loot kommt erst später. Das ist ab und zu auch ein Bug. Ist es rausgegangen? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Weil eigentlich gibt es hier Spitzenausrüstung. Wieso gehen die denn jetzt raus? Habe ich Spitzenausrüstung gekriegt? Nein, habe ich nicht. Oder einfach doch? Ich glaube aber nicht. Muss ja gucken, ob ich eine Spitzenausrüstung gekriegt, Loot gekriegt habe. Ja, einige Bugs sind hier noch drin im Spiel. Und auch nicht gerade wenig. Ab und zu stürzt das Spiel einfach ab und auch andere Sachen. Ach, die Bewertung. Kann ich gar keine Bewertung machen? So, der Teilbereich ist abgeschlossen, wie man gerade gesehen hat. So, Spitzenausrüstung ist nicht mehr da. Gehe ich mal kurz zu Nimbus. So, mal kurz rein infundieren hier. Das kostet nämlich nur 1000 Glimmer. Ja, gleiche Waffen untereinander kosten nur 1000 Glimmer. Aber gut, hat Spaß gemacht, fand ich gut so. Und hier Ostdeo Striga ist sehr, sehr stark. Kandierter Lauf reingecraftet, stabile Geschosse, giftige Überladung, handangelegter Schaft, Ostdeo Striga Katalysator. Ja, also gute Waffe, gute Waffe. Wie gesagt, und ihr müsst da diesen Beutezug hier fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt sehe hier. Doch, hier, den müsst ihr fertig machen hier. Wechsübergriff, Gegenmaßnahmen, Hüllencode-Fragmente. Ja, also Besiegekämpfer in der Wechsübergriffzone mit Strang. Also mit Stangen besiegen, um Hüllencode-Fragmente zu erhalten. Öffne eine Terminalüberladung Schlüsseltruhe, um ein polymorphes Triebwerk zu erhalten. Das heißt, die Wechsübergriffzone ist gerade hier, also immer da, wo das hier ist, ja, ist gerade hier. Und Terminalüberladung ist gerade gewandert, das ist gerade hier. Ja, das müsst ihr auch spielen. Also das müsst ihr spielen und eine Truhe öffnen. Und hier müsst ihr mit Strang Wechs erledigen. Ja, das ist natürlich super, wenn die Zone hier wandert und dann hier hingeht. Also wie gesagt, jeden Tag um 18 Uhr wandert diese Terminal-Überladungszone sozusagen. Jetzt nach da nächsten Tag, also heute Abend 18 Uhr, dann nächsten Tag hier wieder und immer so weiter. Ne, nicht vergessen. So, jetzt mal gucken, ob ich den Spitzenloot gekriegt habe, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch. Da habe ich eben nichts gesehen weiter. Oh, hat schon viel drin hier. 99, 98. Ja, 82 habe ich gekriegt. Alles Klärchen. So, da haben wir nochmal eine höhere gekriegt. Das war schon mal schick. Das können wir nochmal wegmachen hier. So, hat mich jetzt aber nicht vorangebracht. Aber ich habe zumindest eine höhere Sache gekriegt. Zum Implodieren, super Sache. Danke fürs Zusehen. Probiert selber aus. Wie gesagt, sonst macht ein Einsatztrupp auf. Geht einfach rein. Könnt ihr nachholen. Alles kein Problem. Danke für den Support immer. Tschüss.